schön. Gut. Berlin war schon immer eine der wichtigsten Städte Europas, ein Zentrum. Und Sie stehen hier in diesen Räumen quasi im Zentrum des Zentrums. Das Regierungsviertel liegt so nahe, dass Sie mit dem Bundeskanzler frühstücken können. Der Glanz des nächsten Jahrtausends lacht Ihnen sozusagen zum Fenster herein. Kommen Sie hier lang, bitte. Die Tapeten werden alle entfernt, die Wände werden frisch gewaschen und neu verputzt. Und Wannenbad, Waschtisch, die Zähne, Sitz werden selbstverständlich erneuert. Ich darf Sie auf den sehr guten Schritt hinweisen. Bitte lassen Sie sich von dem jetzigen Zustand der Räume nicht abschrecken, sondern schließen Sie die Augen. Fotos und Stuhl gehören mir. Alles andere können Sie zu Brennholz machen. Sind meine Sachen alle da? Ja, ja, keine Panik, Frau Busch. Bin gleich da. So. Hübsches Röckchen. Letzter Blick. Am Anfang ist es immer ein Schock, Frau Bus. Aber das geht vorbei. Jetzt richten Sie sich erst mal weißlich ein. Und dann kommen Sie runter und sagen den anderen guten Tag. Spielen Sie gerne Rommi, Frau Wust? Frau Wust? Wo ist sie denn hin? Frau Wust? Frau Wust? Woran heute die Medikamente Frau Wust? Bleiben Sie doch mal stehen. Wo wollen Sie denn hin, Frau Wust? Wo? Seien Sie doch vernünftig. Wo wollen Sie hin? Frau Wust, wohin? Ilse? Ilse? Ja, also ich bin Ilse. Im November 43 saß ich mit meiner Freundin Felice in Beethovens 9. Seit 3 Wochen tobt die Luftschlacht um Berlin. Aber das Leben ist ja voller Widersprüche. Und so kam es, dass ich mich an diesem Abend nicht für den Krieg, sondern nur für Felice und ihr elegantes Parfüm interessierte. Sehr hübsch.
Stelle gehe ich nicht. Frauen. Kaum begann der Alarm, war Felice auch schon weg, um die Wust, bei der ich mein Haushaltsjahr zu leisten hatte, von Namen zu sehen. Sie war entzückend. Ist das wahr? Aber ja, vielen Dank. Ernst! Ernst, hier! Ich trage sie ja praktisch nie, aber trotzdem. Vielen Dank. Komm. Bitte die Seitenausgänge nutzen. Ich wiederhole. Die Seitenausgänge nutzen. Ich bin ein bisschen schneller davon. Macht dir mal keine Hoffnung. Sie probiert es mit meiner AI. Am Ende bleibt sie doch bei ihrem Mann. Wunderschöne Augen. Ja, ganz besonders, wenn die HJ vorbeimarschiert. Felice Schragenheim. Fräulein Schragenheim. Ihr Vater war ein guter Arzt. Nehmen Sie sich Nacht. Morgen die 50 besten Fotografen losgeschickt, um die schönsten Bauwerke zu fotografieren. Sie werden alles vernichten. Hier, für unsere englischen Freunde. Bist du verrückt? Was ist das? Die letzten Transportlisten aus Ungarn. Schmidtchen soll sie gleich fotografieren. Bis morgen. Felice, du kennst kein Risiko mehr. Das ist nicht gut. Für keine von uns. Niemand konnte sich so gut verstellen wie Felice. Sie arbeitete bei einem Nazi-Blatt, schrieb Unmengen Gedichte und ließ nichts aus, was so schöne, lange Locken wie zum Beispiel ich hatte. Manchmal dachte ich, Felice wäre viele Menschen. Und immer wenn man einen hat, wird man von einem anderen betrogen. Sie war wirklich schwer zu fassen. Und nur bei ihrer Großmutter war sie zahm. Sehen Sie sich das zahm wie ein Lamm. Aaron, Sie haben ja ganz blaue Lippen. Kommen Sie, trinken Sie das. Das wird Ihnen gut tun. Großmama! Warum folgt sie nicht? Zehnmal habe ich ihr gesagt, bleib in der Kammer. Geh nicht auf die Straße, komm nicht hierher. Großmama! Halb Berlin brennt. Willst du mir sagen, dass du wieder nicht im Keller warst? Setz dich! Warst du im Bett? Warst du im Konzert? Ich weiß nicht, was das damit zu tun hat. Dann sprich nicht über Gefahr. Nein! Ich und ich war nach dem Konzert... Und nicht mit vollem Mund! Entschuldigen Sie, Ilse. Aber Großmütter sind immer ein Problem, ich weiß. Als sie klein war, wollte sie rückwärts auf einem Schlitten über einen Felsen fahren. Stimmt doch, Felice, oder? Das war einmal. Und überhaupt war das die Idee von meiner Schwester. Und die lebt jetzt in England. Und du? Auf dem Mond, da kann mir nichts passieren. Ilse, warum sind die einen verrückt und die anderen nicht? Ich weiß nicht. Ilse, was ist mit ihrem Mann? Mit wem? Was ist mit wem? Mit ihrem Mann. Sie ist doch verlobt. Wie ist er? Wer ist er? Kann er sie ernähren?
Wie sieht der aus? Dunkel, groß, schwarz. Wann wird er sie wegbringen? Bald, Großmama. Sehr bald. Gnädige Frau, könnten wir den Rest von den Kartoffeln vielleicht? Ilse, Sie kümmern sich doch um sie. Ich habe heute Morgen so wunderhübsch von Ihnen geträumt. Und ich würde alles geben, Ihre zarten Hände und vielleicht auch Hals aufwärts ein bisschen mehr. Na, Frau Schrader, alles noch dran? 41 Maschinen sind runter. Aber dafür ist mein Klo weg. Wie weit sind Sie mit meinem Leitartikel? Vor Ihnen auf dem Tisch. Ach, Schraderchen, was würde ich bloß ohne Sie tun? Circa 5000 Wohnungen in einer Nacht. In der Parteizentrale herrscht totales Chaos. Nur noch blanke Nerven. Das Volk da draußen wüsste, was da los ist. Jeder gegen jeden. Auch einen? Nein, danke. Aber Goebbels ist der Nass. Gestern Abend sagt er, dass große Menschen eine Linie setzen. Und wenn sie mal weg sind, bleibt doch die Linie. Was sagen Sie dazu? Genial. Gut aufpassen. Bestimmt. So schön. Ich habe heute Morgen so wunderschön von Ihnen geträumt. Und ich würde alles geben, Ihre zarten Hände und vielleicht auch als aufwärts ein bisschen mehr zu küssen. So tief wie eine Rose. Na, das ist ja wohl was, Ilse. Ich möchte nur noch allein mit Ihnen sein, Sie umarmen und immer wieder sagen. Bernd! Eberhard! Martin, Tierschau! Gut, dann spiele ich nicht mehr mit und außerdem mache ich jetzt Wasser kurz! Schluss! Aus! Ende! Waffenruhe! Und wenn ich noch einen Mucks höre, dann schicke ich euch zu den Menschenfressern! Nach Bayern! Verstanden? Mami, wer ist eigentlich der General? Stille! Ich möchte Sterne finden. Für dich und für mich. Soll ich das begründen? Ich liebe dich. Sie sind ja so schön. Jaguar. Also sowas habe ich ja, das hat mir ja noch nie einer, ich meine, wir hatten noch gar keine, aber sowas Schönes, das hat mir ja noch überhaupt, doch überhaupt gar keiner geschrieben. Wer könnte das denn sein? Ernst? Was ist denn? Soll ich mal gucken, ob es Grieß gibt? Grieß? Jetzt? Ja, jetzt. Willst du mal was sehen? Hier, guck doch mal. Wie kommst du dazu, solche Briefe zu schreiben? War doch nur einer. Wie hat sie reagiert? Irgendwas Dramatisches? Erzähl doch mal. Ach, Ilse, das war doch nur ein Spaß. Reine Freude, gute Laune, mehr nicht. Und dass sie Juden riechen kann, ist das auch ein Spaß? An jeder Bombe sind die Juden schuld. Ist das auch ein Spaß? Hat sie das wirklich gesagt? Heute Morgen. Trifft sich ja gut. Warum? Weil ich mich mit ihr verabredet habe. Du hast was? Vielleicht kann sie es ja wirklich. Was? Juden riechen. Gibt's eigentlich irgendwas, was dich mal bremst? Oh ja, eine ganze Menge. Was hast denn da? Ha, ha, ha.
Nein. Thüringer? Meine geliebte Thüringer. Ist die echt? Ja, aus der Redaktion. Das für dich? Und der Rest geht an Großmama und deine Eltern. Bis später. Gott, oh Gott, Ilse, in 5 Minuten ist er hier. Wo habe ich denn, Ilse, wo habe ich denn meine Brille? Ilse. Da. Wo denn? Drüben. Sehe ich eigentlich ganz gut aus. Na, gut wie immer. Gut wie immer. Eberhard, seid ihr wahnsinnig? Vor 10 Minuten habe ich hier aufgeräumt. Vor 10 Minuten. Bernd, nimm deine Soldaten. Wo sind die Schuhe? Die habe ich an. Ja, also runter vom Sofa. Raus mit dir jetzt. Eberhard, zieh dir die Schuhe an. Ich spiele noch gerade. Bernd, raus mit dir. Na komm. Ilse! Ja? Oh nein. Wer war das? Wer war das? Ich nicht. Ich auch nicht. Ich auch. Das ist ein Geschenk von Günther. Der bringt mich um. Uns alle. Naja, auch egal. Ach, Schuhe, Mantel und raus. Aber nicht wie Elso. Doch. Komm. Halt. Wem gehört der? Mir. Hier, kannst du draußen anziehen. Bis bald, mein Kleiner. Viel Spaß auf Popcorn mit euch. Kuss, mein Schatz, Kuss. Du auch. Und hopp, flott. Immer wenn ihr Verehrer kam, schleuderte die Wunst wie ein Backfisch herum. Sie putzte und schrubbte den ganzen Tag, damit nichts, aber auch nichts die zarten Stunden stören sollte. Heillos romantisch, wie sie nun mal war, dachte sie, Felices Brief wäre von ihm. Und so fieberte sie auf den Augenblick, wo sie ihm alles, wirklich alles, aber vor allem ihr hungriges Herz zu Füßen legen konnte. So viel Mühe für einen Mann, das war mir ein Rätsel. Ich will Ihnen noch etwas sagen. Ich verstehe nicht, worum es geht. Und es redet nur vom Fressen. Wir haben dies nicht und wir haben... Ja, wir haben das nicht. Sonst sind anderen besser gegen. Ah, du Räuber! Alle klar. Liebst du mich? Sag, liebst du mich? Schau mal her. Schau mal her. Ist das ein Baum? Ist das ein Baum? Prinzessin, ist das ein Baum? Es gibt's nicht. Wer ist denn das? Dein Mann? Psst. Das ist mein Vater. Und meine Mutter. Was? Wohin? Haben Sie einen Balkon? Nein. Bist du krank? Krank? Ja. Das ist halt nicht. Ich wollte gerade gehen. Wo sind die Kinder? Die Kinder? Die Kinder sind im Zoo. Schon wieder? Da waren sie doch erst letzte Woche. Und vorletzte. Ja. Ist Günther da? Nee. Ach so, das hat er da gelassen. Ich meine, vergessen, liegen lassen. Ich wusste gar nicht, dass er kommt. Ich auch nicht. Hauptsache weg, das Drecksgequatsche von Wunderwaffe und Endsieg. Kann er an der Front erzählen, wo kein Schwein weiß. Hör ja endlich mal auf. In einer dauernden Politik war so bist du das. 8500 Tonnen Sprengkraft in 2 Wochen. Und das wird so lange weitergehen, bis das ganze Gesocks verschwunden ist. Sprechen Sie von deutschen Soldaten? Wer ist das? Ja, also, das ist Hauptmann Ernst Biermösel. Hast du das mitgekriegt, Lilly? Wir da draußen haben keine Ahnung, was los ist. Und hier steht die Lösung. Sie und Ihr Stammtisch. Sie wissen Bescheid, hm? Können Sie mir trotzdem sagen, was Sie im Schlafzimmer meiner Tochter machen? Schwörplatteln. Ich zeig dich an.
Was sagst du jetzt? Nix mehr. Jetzt ist dann tot, gell? Wie dein Schwiegersohn. Wo geht's raus? Das war ein bisschen viel, was? Wieso viel? Wieso? Das ist doch nicht dein Ernst. Menschen wie euch jetzt nicht mehr lang geben. Ja, aber du. Du. Seine Blutsäufer schafften es, Felice von ihren alten Gewohnheiten abzubringen. Sie verabredete sich am liebsten im Hotel am Zoo, wo so viel SS und Militär herumlief, dass sich die Rassenfrage von selbst erledigte. Das war Berlin Kur. Draußen wurde gestorben und hier spielte die Musik dazu. Im Namen meines Freundes, Oberleutnant van Dicken, zu einer Flasche Wein einladen. Wein? Wie haben Sie das denn gemacht? Ihr Gut verkauft? Man hat seine Wege. Dürfen wir? Es wird für Sie keinerlei Folgen haben. Schade. War nur ein Witz. Für die meisten von uns geht's heute zurück. In 2 Stunden. Darf ich ein Ja mitnehmen? Aber nur, wenn Sie an Ihrem Tisch bleiben. Vielen Dank. Vielen Dank. Sofas in irgendwelchen Ecken überall, wo du willst. Aber ich darf nicht riechen, verstehst du? Noch irgendwas Sauberes. Was Sauberes. Oh, sag mal, musst du uns so erschrecken? Lass mal, geht's auch lauter? Hier, wo ist denn Felice, verdammt normal? Was los? Okay, das muss alles zu Schmidtchen. Stempel, 5 Pässe. Blankoausweise vom Roten Kreuz, hier. Bis wann? Sofort. Haben Sie was bemerkt? Sag mal. Guten Abend. Das wird gleich besser. Bestimmt. Was fehlt dir denn? Hunger? Hast wohl heute kein Frühstück gehabt, Mädchen. Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Ich meine, dass sie wie ein Mädchen aussieht, das sich ein paar Lebensmittelmarken kaufen sollte.
Wir wissen nicht, wovon Sie sprechen. Wie viel? Aha, wir können auch freundlich sein. Was seid ihr, Juden? Sie ist Jüdin. Und Sie auch. Wenn Sie uns bitte etwas verkaufen würden. Falsches Stück. Wie viel? 200. Das ist viel zu viel. Schnell. Heil Hitler! Aufregende Zeiten, was? Wenigstens Frau Wüst genießen. Entschuldigen Sie, Frau Wüst, wir waren im Zoo und jetzt habe ich noch schnell ein paar Freundinnen. Ich wusste gar nicht, dass Sie sich kennen. Aber ja, Ilse hat uns schon so viel von Ihnen erzählt. Von mir? Was gibt's denn da schon groß zu erzählen? Zum Beispiel, dass Sie das Mutterkreuz in Silber haben. Bronze. Oh. Und dass Ihre Kinder so gerne in den Zoo gehen. Und dass Sie eine besonders gute Nase haben. Frau Fuß, können Sie mir sagen, wonach ich rieche? Gut. Riecht irgendwie... Ist das Französisch? Bravo! Es ist besser, ich gehe jetzt. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie irgendwo unterbrochen habe. Bleib nur, ich nehme die Kinder mit nach Hause. Wir kommen mit. Zu mir? Ja. Alle? Frau Wust, wir werden Sie kein bisschen stören. Ilse hat so von Ihnen geschwärmt. Und ja, jemand sag's doch. Vor Frau Wust brauchst du dich doch nicht schämen. Meiner Freundin ist nämlich ein furchtbares Missgeschick passiert und sie braucht dringend ein Bad. Ist doch nicht so schlimm. Kann uns allen mal passieren. Ja. Siehst du? Herr Ober? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum wir uns gerade heute im Hotel getroffen haben. Und warum die Wust gerade an diesem Tag ihre Kinder gesucht hat. Aber wer hat schon eine Ahnung? Ich meine wirklich Ahnung davon, was zwei Menschen aufeinander zutreibt. Vielen Dank. Dreimal sollte ich sie schon aufs Land schicken, aber ich schaffe es einfach nicht. Wo ist Ihr Mann? Ostfront. Denken Sie viel an ihn? Oh ja, eigentlich immer. Alle guten Männer sind weg. Wenn man einen hat, muss man ihn gut festhalten. Das sagt Günther auch. Reine Eifersucht. Er will nur verhindern, dass Sie so einen billigen jungen Mann mit Invalidenausweis zu sich nach Hause schleppen. Sie wissen Bescheid, was? Lisa! Frau Wust, hier! Nehmt uns mit! Sie müssen jetzt leben, Feliz. Das ist sehr wichtig. Jetzt.
Nun lassen Sie uns mal gehen. Sie frieren ja. Tag, Obi. Schön, dass ihr noch hier seid. Also, das ist Lotte. Klärchen, guten Tag. An diesem Abend begriff ich, dass Felices Brief keineswegs nur ein Scherz und gute Laune war. Guten Tag. Vater Wust lud ein paar Nachbarn ein und griff in die Tasten. Nach einer Weile brachten er und Felice Lili dazu, ein Lied zu singen. Sie stand nur da und sang. Aber in Wirklichkeit passierte etwas anderes. Sie nahm mir Felice. Von Augenblick zu Augenblick mir. Eindrucksvoll, diese Tonlage. Wir waren dumm und nicht sie. Vor allem wir. Ilse, wir sind auf einer Straße. Ich bin auf einer Straße und du, nicht wir. Du feierst mit ihr, Silvester, nicht wir. Oder möchtest du, dass ich euch vorher noch das Bett mache? Übung habe ich ja, bin ja dienstverpflichtet. Ilse, ich wollte dich nicht verletzen. Du musst dich nicht entschuldigen. Sie tut dir gut, Felice. Sie kann das, was wir alle nicht können. Von mir lässt du dich verstecken, mit ihr denkst du an die Liebe. Hauptsache, du fühlst dich wieder wohl. Tust du doch, oder? Ich hasse dich. Was hat sie, was ich nicht habe? Nichts, absolut nichts. Sie ist nicht besser und nicht schlechter als jede von uns. Wie kannst du das sagen? Wie kannst du sowas sagen? Hat sie ihr Leben riskiert? Glaubst du, sie würde lügen und stehlen und kämpfen für dich? Glaubst du das? Glaubst du, ihre Eltern würden das tun, was mein Vater riskiert? Sie weiß noch nicht mehr, was es heißt, wenn man da liegt und lauscht auf jeden Idioten, der durchs Treppenhaus geht. Aber du weißt es, Felice. Und deswegen finde ich dein Verhalten zum Kotzen. Dann schick mir doch eine Rechnung. Entschuldige. Wieso denn? Du hast ja recht. Gott hat die Welt erschaffen, nicht du, Felice. Das hat mein Vater immer zu mir gesagt. Meine Schwester, meine Mutter. Bei Felice Spind waren sich immer alle einig. Und weißt du warum? Weil es für mich nichts Selbstverständliches gibt. Kein Gott. Kein Wagen, der mich abholt. Keine Ilse, die mir hilft. Und keinen Dank, den ich ihr jeden Tag dafür aussprechen muss. Du bist was ganz Besonderes, Ilse. Aber das bin ich nicht. Ich bin undankbar und geltungsbedürftig und alles, was du willst. Aber mach mich nicht zu einem Opfer. Denn
Es ist mein gottverdammtes, kleines, mittelmäßiges Recht, frei zu sein. Solange ich kann. Das wäre schon gut. Nein, das ist nicht. Du verurteilst die Wust. Weil sie keine Meinung hat? Ist das schon ein Verbrechen? Was hat sie dir denn getan? Mit 20 geheiratet? 4 Kinder gekriegt? Ist das das Problem? Oder sind sie ihre Liebhaber? Er macht rum und sie soll leiden, was, Ilse? Nee. Du weißt doch gar nichts von der. Aber vielleicht versteht die viel mehr von Menschen und vom Tod und vom Leben, als du es gerne hättest. Ich habe dir meine Freundschaft gegeben, Ilse. Und meine Liebe. Und mehr habe ich nicht. Wer liebt hier wen? Was? Mein Vater war ja eigentlich Kommunist und ein hilfsbereiter Mensch. Felice fragte ihn ganz höflich, ob er noch nie was von Sappho gehört hatte. Da schaute er wie der ganze Kreml auf einmal und setzte sie raus. Mein Gott, wie seht ihr denn aus? Mein Vater hat sie rausgeworfen. Na, bravo. Sie zieht jetzt zu Frau Wust. Klappe. Wieso denn? Wäre doch gut, bei einer Mitläuferin schöpft keiner Verdacht. Eifersüchtig? Wieso denn eifersüchtig? Sie knabbert doch die ganze Zeit an dir rum. Ich sollte eifersüchtig sein, nicht sie. Und, bist du's? Nein. Siehst du, ihr ist es egal. Was immer man tut, ihr ist es egal. Na, auch schon da? Entschuldigung, aber mein Liebster verabschiedet sich immer so, als ob wir uns zum letzten Mal sehen. Lotte und ihre Männer. Jetzt schau bloß nicht damit an. Sag mal, Schmidtchen, wie soll man denn bei sowas in Stimmung kommen? Ach, das ist euch doch noch nie schwer gefallen. Hier, damit will ich nichts zu tun haben. Zieht euch an. Aber wieso? Wieso denn? Bisher hat doch immer alles perfekt. 3 Minuten und raus. Stefan, ich habe 5 Leute, die sofort wegmischen. Ich habe euch immer gesagt, klaut sie, wo ihr wollt, aber keine Ausweise von staatlichen Stellen. Rotes Kreuz. Stefan, bitte. Vier Wochen. In 4 Wochen können wir alle schon tot sein. Das ist sehr gut möglich. Ich will diesmal mehr von der Dicken sehen. Unsere Kameraden an der Front haben gerne was zum Festhalten. Wer ist hier dick? Du frag mal. Was meint denn der mit Festhalten? Festhalten heißt festhalten. Was meinst du, was die Soldaten mit den Bildern machen? Gucken sich die an. Sehr gut. Und dann? Hängen sich die an die Wand. Ja. Und dann? Dann gucken sie sich die nochmal an. Sag mal, tut die nur so? Nee, ich glaube, die ist so doof. Ja. De un cielo tropical, sufriendo vive con el dolor que le da la vida a Terí, de un negro que perdió su libertad y su Dios, sin el cariño que su destino le robó. ¡Ah! Ich muss zur Redaktion, wo bleibt ihr denn? Wir sind ja schon da. Lotte! Ja, ja, geht schon mal vor. Nächste Woche, ja? Versprochen. Wiedersehen. Luder. Wieso denn? Der Redaktionskeller ist hervorragend. Es gibt Liegen, Bettzeug, manchmal sogar frische Milch. Ich sage einfach, ich bin ausgebombt. Und dann habe ich mich vorgebeugt, so dicht an ihre dämliche Visage. Und habe gesagt, bitte, wenn sie sich unbedingt ein Kleid für 400 Mark kaufen will, soll sie es doch tun, ist doch ihre Sache. Immerhin ist ihre halbe Villa abgebrannt. Mitten in Dahlem geht sowas runter. Mein Vater hat gesagt, sie kann jederzeit bei uns baden. Frau? Ja? Könnten wir Ihre Papiere sehen? Was tun Sie? Was tun Sie? Reden. Ich habe ihn doch, ganz sicher. Ich. Wo kommen Sie denn her? Ich hatte ihn hier in der Tasche. Er war hier drin.
Ihr Name? Wie heißen Sie? Ich gehe zurück. Geh weiter. Nicht umdrehen. Wie heißen Sie? Erst jetzt, wo der jüdische Zerstörungswahn der Luftpiraten seine hässliche Fratze zeigt, haben auch die schwachen und feigen Elemente unter uns begriffen, dass der Nationalsozialismus die größte und einzige Rettungsmöglichkeit unseres Volkes ist. Die Welt kann spotten, sie wird erzittern, wenn sie begreift, zu welchen Taten, zu welcher Größe dieses Volk fähig ist. Niederrhein. Ja, das ist es. Ihr Kopf.